Okay, da sind wir wieder und wir müssen backtracken. Das heißt fast forward. Bis gleich. Okay. Das reicht schon. So, also wir mussten ein bisschen backtracken, um obviously den Raketenwerfer zu holen. Obviously. For a rocket launcher. Now we're going to kill everybody. With Solid Snake. Ja, das sind wir. More like a wrecked cock. Solid Snake? Warum nicht gleich erect cock? Ja, Solid Snake ist schon ein bisschen vom Namen her, ja. Nicht besonders schön. Gut. Smart. Okay, nicht besonders smart, ja. War nicht hier irgendein Bullshit mit. Okay, sehr gut. Wow, da ist ja direkt ein Gegner. Oh no. Hast du noch deinen Schalldämpfer? Ja, aber keine Munition. Hm. Ja, komm doch hier hin. Komm doch hier hin, ja. Jo, ich das Spiel wurde übrigens, das Spiel wurde übrigens mit einem normalen PlayStation 1 Controller im Hinterkopf kreiert. Und deshalb gibt es keine Funktion für den rechten Stick, wenn man den verwendet. Was ja bei späteren Spielen natürlich dann, der rechte Stick wird ja verwendet für zum Beispiel umgucken und sowas. Also hier kann ich nichts damit machen. 4, 3, da muss ich rein. Oh kack, es kommt noch jemand. Oh oh. F*** Marvel wahrscheinlich. Dafür hast du doch deinen Rocket Launcher. F*** you. Snake, wir wissen. Jetzt erwischt er mich. Ganz leise sein. Okay. Okay. Snake! Snake! Bist du bescheuert? Snake! Wow. Okay, schnell, 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 schnell. Sneaky, sneaky. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Nikita-Raketen. Die Nikita. Ja, die heißt tatsächlich so. Ist eine Kerl jetzt auch weg? Einer von denen geht, glaube ich, aufs Klo. Ja, der eine ist jetzt wahrscheinlich auf dem Klo. Und der andere ist jetzt rausgekommen. Man kann hier hochgehen. Mhm. Man könnte theoretisch aufs Klo gehen. Das ist jetzt Darmklo, ja, da kann ich nicht rein. Ist ja auch richtig so, du bist ja ein Mann. Nee. Recht ehrenvoll. Und der Kerl ist jetzt hier auf dem Herrenklo, ja. Und der steht anscheinend vor einem Pissoir. Ich hab grad geklopft, er kann aber nicht weg. Okay, hier muss. Also, ich hab nur mal geguckt, was hier so ist. Ich muss da nochmal hin, wenn ich die Keycard Nummer 4 habe. So, für mich relevant ist jetzt Stockwerk Nummer 2. So, jetzt muss ich nämlich den Raketenwerfer verwenden. Und muss so einen ganz, ganz... Da werden wir jetzt einfach sehen, ja. Okay. Seht ihr da hinten den Computer? Den muss ich kaputt machen. Ja! Wir Problem sehen. Ist, also ich kann zwar mit der Keycard 3 jetzt hier alles öffnen. Hier ist noch nichts mehr. Wer ist denn da hinter der Wand? Sieht man das vielleicht schon? Das ist anscheinend jemand, ja. Ja. Ah. Was ist das? Das ist Hal Emmerich. Ah, wer? Der Entwickler von Metal Gear Rex. Ah, wer? Wer? Okay. So, es gibt hier das Problem. Wow. Ja, ich bin nicht mal durchgegangen. So, also, wir sehen, der Boden ist voll elektrisch. Der Kerl wird nämlich da festgehalten und niemand kann da hin. Und er kann da nicht raus. Ich weiß auch nicht, wie das hier funktionieren soll. Vom Konzept her für den armen Kerl. Und wir sehen... Da hinten ist der Hauptgenerator, den man abstellen muss. Mhm. Wie kriegen wir das wohl hin? Ohne Luft und so. Ja, wir haben echt keine Luft. Rocket Launcher. Okay, hey, Snake, ich weiß, ich möchte dich nicht kritisieren, aber du kannst dich hier nicht atmen, ja? Danke. Warum telefonierst du? The high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote controlled missile. Okay. Just call me Deep Throat. Dieser Kerl. Wie bitte? Schon wieder? Ach so, Ach, weil wir den eben noch gar nicht gehört haben. Ja, ne? Weil wir ja gestorben sind. Nein, ist aber er hat was anderes gesagt, falls man den Anruf nicht entgegengenommen hat. Okay. Okay, also, erstmal kurz meine Luft auftanken. Die Nikita ausrüsten, davon habe ich 12 Munition. Das sollte hoffentlich funktionieren. Okay.
du musst es steuern? Ja. Oh mein Gott. Das ist nicht so einfach. Wow, wow, wow. Nicht kaputt machen, Kumpel. Ist ja cool. Steuer ist eine kleine Rakete. Nein, nein, nicht kaputt machen, Kumpel. Und sobald man ein bisschen zu lange wartet, geht, kommt direkt was Großes. Betcha bam! Ja. Hit me with your best shot. Hit me, baby, one more time. Das hatten wir schon ein paar Mal diese Woche hier. Bye, 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 bye. Bye. Warte, was? Ich könnte dieses Bye, bye, bye von einem Sing. Und mein neuer Lieblingssong für die Zeit momentan ist. Hard Times. Gonna make you wonder why you're even. Hard Times. Genau, also wir merken, das ist mein momentan lieber Song. Kalt Nummer 4 brauche ich hierfür. Das Ding kann ich aufmachen, aber da ist ein Geschütz. Das ist gefährlich. Crawling wow. On the floor. Also, eine Gasmaske. Ja, hilfreich. Total gerade im Moment. Das ist doch genau das, was du gerade brauchst. Ja. In diesen das ist interessant, hard auch die Sicht times. Ist jetzt gerade. Gonna make you wonder why you're even trying. Hard times. Verflucht, was war das jetzt für eine Nummer? Ja, Nummer 6, da kann ich eh vergessen. Nummer 3 kann ich öffnen. Okay, what the ass ist das hier? Versorgung. Oh, C4, okay. Granaten, okay. So. Schon alles voll an Granaten. Ja, ich habe ja nicht so viele verwendet, weil ich jetzt beim zweiten Versuch mit dem Boss wesentlich weniger Probleme hatte. Das stimmt. Okay, muss ich da durch? Was ist das für eine Tür? Nummer 3, da kann ich auch durch. Wonderful, Leute, wonderful, das läuft ganz gut. Ich vertraue Räumen nicht mehr. Seit Metal Gear. Oh, noch mehr. Seit du in diesem einen Raum damals zu Tode erstickt bist. Genau, seit dem Moment. Melancholische Erinnerung. Was ist mit der Kamera los? Die dreht sich gar nicht, oder? Okay, da muss ich hier. So, ich will ja nur hier rüber gehen, kurz die Items einsammeln, die hier drüben sind. Toll, nichts Sinnvolles. Gonna make you wonder why you even try. Also Paramore, ja. Habe ich früher gerne gehört. Und jetzt wieder. Oh boy, ich habe ein Problem. Paramore, ups. Du hast auch ein Problem mit meinem Mikrofon. Ich habe definitiv ein Problem. Okay, jetzt haben wir das Problem, dass... Also das Wetter draußen ist echt widerlich. Ja, das eh. Zum Erhängen. What the... Ring. Okay, zum Glück können hier unten keine Soldaten kommen. So, wir müssen jetzt zu Hal Emmerich. Oh Gott, hätte ich bloß eben die blöde Ration eingesammelt, gell? Ja, hättest du das gemacht. So, boah, wie schnell man stirbt dabei. Okay. So, wir müssen darüber zu Hal Emmerich und wir sollen ein bisschen ausfragen wegen Metal Gear über alternative Möglichkeiten, wie wir, wie wir hier klarkommen können, wie wir Metal Gear zerstören können für den Fall des Falles. Und da kommt gleich ein bisschen was, das vielleicht ein bisschen als verrückt gekennzeichnet werden könnte, bezeichnet werden könnte. Na mal. Ach, jo. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch nicht so viel Verrücktes gesehen in diesem Spiel. Nee, hast doch nicht. Man verbindet Metal Gear plötzlich mit allem. Ich verbinde mit Metal Gear alles, was ich an verrücktesten Metal Gear erlebt habe. Ding. Ich glaube, das Ding kaputt gemacht. Das Geschütz. Wusste ich nicht, dass man es kaputt machen kann. Okay. Mit dem Raketending, ne? Ja, ich dachte, ich komme hier durch. Da steht nur dran. Mit Anlauf. Ach toll, ein kleines Schild, wo drauf steht C4. Oh, C4 soll funktionieren, aber das Ding hier nicht, ja. So, let's gehen. Auch nicht, da steht doch C4 drauf, oder nicht? Oder muss man blöd... Ach so. Trottel! Was hast du getan? Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte die Level 3 Keycard ausgerüstet, hatte ich aber nicht. Oh, Mensch, Daniel. Anfängerfehler. Oh, warte. Hörst du das? Hast du das gehört? Ja. Jetzt kommt auch wieder was Klassisches für Metal Gear. So, Leute, macht den Ab 18 Filter rein. Ach, ist egal, ihr habt eh alles schon gesehen.
Ja, heutzutage 12 ist er dann Gore? Schon so. Ja. F***ing Gore? Okay, yeah. Also, Snake, ich glaube, das ist der richtige Weg. Den solltest du, glaube ich, gehen. Juhu. Ich meine, wow, da oben? Die kommt da oben Blut hin? Das hat was von Elfenlied. Cut by some kind of blade. Oh ja, stimmt, ja. Man hört die ganze Zeit noch diese Gruselgeräusche. Wow, Kumpel, du hast aber gerade in einem Winkel gestanden, der nicht gesund war. Mhm. Jetzt. Wen haben wir denn da wohl? Das ist unser... Unser kleiner Geist. Cyborg. Unser Cyborg-Ninja, ja. Mit seinem tollen Schwert. Und der Kerl hat Probleme. Übrigens, wir werden dann gleich wieder eine recht lange Cutscene erleben. Mhm. Okay, also, euch geht's hier allen gut? Wo wart ihr eigentlich alle, als ich eben da hinten war? Okay. So, der Trick. Übrigens, wir sind schon wieder bei einem Boss. Schon wieder? Ja, hier kommt, gibt's ständig Bosse. Das ist ja geil. Gut. Hell Emmerich. Und er pisst sich in die Hose. Ja. Unser erster Auftritt von Emmerich. Stealth Camouflage? Who are you? Where is my friend? Hinter dir. What are you talking about? So cool. Als sie das gemacht haben. Snake! Snake. You're that ninja. Ja, Solid offensichtlich. Snake. Oh, ja, warum denn? Warum wartest du? Hast du auf mich gewartet? Aha. Okay, ja. Redest du von Timbuktu? Ja. Okay, ergibt es Sinn? Hat er doch gerade gesagt! Wäre cool, wenn Snake irgendwann dann einfach so nach einer Zeit dann... What? fragt. Okay. What's with these guys? It's like one of my Japanese anime. Okay, also jetzt kommen die ersten Paralleluniversen. Richtig skurril. Ja, okay. Also, der Kampf ist natürlich ein bisschen unfair, gell, wenn der Kerl so mit seinem Schwert gegen mich antritt und während ich schieße, ja. Deswegen versuche ich das Ganze auf einen fairen Level runterzubrechen, ja. Ich verwende keine Waffen und er verwendet keine Waffen. Das macht er automatisch. Wenn ich keine Waffen verwende, verwendet er keine. Weil er ehrenvoll kämpfen möchte. Na dann, prügel ihn zu Tode. Ja, das ist trotzdem kein einfacher Kampf. Feel alive again! So, kein Bock. Und ja, rüste ich meine Rationen aus. Na komm schon. So, abhauen. Boah. Bam! Oh ja, yeah. Ton. Oh, stop punching in the face. So, genau, siehst du, der lässt es dann einfach. Das ist halt eben die Taktik dabei. Weil du kannst ihn nicht anschießen eigentlich. Weil der halt eben so typisch Anime-Style die Munition in der Luft abhält. So, manchmal trifft man ihn, manchmal nicht. Und manchmal macht er Backflips und das ist dann ganz schlecht für dich. Und manchmal macht der Computer kaputt. So, immer möglichst abhauen. Tritt ihm in die Eier! Der Kampf ist lang, wie man sieht, ja. Und der macht mich, der kann mich killen. Boah. Ja, wie fair. Nein! Verdammte Stomp-Attack, ja. Ich weiß. Stomp-Attack. Stomp the Yard! A Thwomp. Okay, komm schon. Nicht? Mach's nicht! Okay, also ich bin hier damals 5-mal gestorben bei dem Kampf. Du wirst auch gleich tot sein. Ja, nee, ich weiß, der macht einem so viel Schaden. Warum haben wir Bob auf normal gespielt? Du wolltest auf normal spielen. Ja. Die irritieren einen, ja, weil hier überall Munition liegt, ja. Dum, 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 und mit Schwert ist er noch dum, schwieriger. Dum, dum. Unmöglich ist er, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, ob man ihn besiegen kann, wenn er sein Schwert verwendet. Geh nicht in den Serverraum.
Mit dem Rocket Launcher? Ja, ich glaube nicht. Also ja, schon. Vielleicht. Tatsächlich vielleicht. Ich weiß aber nicht. Aber ich glaube, der kann die. Der zerteilt die Raketen in der Luft. Klar. Ja, das. Das würde ich auch machen. Eine Rakete zerteilen, das bringt's bestimmt. Ich habe das doch in irgendeinem Film gesehen, Schubber. Und jetzt kommt letzte Stufe. Das ist. Nein, Uhr, reg dich ab. Oh oh. Ja, ich weiß. So, jetzt versteckt er sich irgendwo. Ich weiß, wo du bist. Jetzt versteckt er sich immer irgendwo und ich muss ihn schnell genug treffen, ansonsten macht er mir auf jeden Fall Schaden. So. Wo? Goddammit, siehst du ihn? Nee. Da! Puh, Glück gehabt, dass ich ihn abwehren konnte. Du kommst aus dem Nichts gerannt. Da ist er nicht. Wow! Siehst du? Wie übel! Bam! Aber wenn du so durchziehst, dann kannst du es schaffen. Granaten kannst du auch nicht werfen, ne? Nee. Okay, was ist jetzt los? Letzte Stufe. Okay. Ja, der Kerl steht auf seinen Schmerz. Okay, ich sollte nicht direkt auf ihn zu. Okay. No, I totally forgot about this bullshit. This bullshit I totally forgot about. Hurt me more. Okay, kannst haben. Nein, schon wieder. Okay, anscheinend hab ich ihn. Geil, du hast voll in die andere Richtung getreten. Und triffst ihn. Du hast ihn fast gleich auf. Ja. Bam. That's it, I remember. That punch! Der Kerl will einfach geschlagen werden, der hat's. Wow, no, jetzt. Ach, Gott sei Dank habe ich das schon ein paar Mal gespielt. Ah, daneben. Ja. Geil, daneben trittst du ihn voll. Ist egal, die Hitbox ist halt eben. Okay, ich darf hier nicht oben sein. Der Kerl hat Probleme. Ja. Okay, also, ich bin echt stolz auf mich. Ich merke, dass es geholfen hat, dass ich ein paar Mal... Also, man merkt natürlich, ich habe die ersten beiden Versuche, wo ich gestorben bin, mit Pistolenversuch, mit Granaten und mit allem drum dran, habe ich nicht fertig gemacht. Auch mit dem Faustkampf dann wieder. Irgendwann beim Faustkampf habe ich auch ein paar Mal gestorben, Wegen dieser Unsichtbarkeitsphase und wegen dem hier. Weil ich immer dann geschlagen habe und nicht darauf gewartet habe, wann er, schlägt. Ich dachte, ich muss immer mich in die richtige Richtung drehen. Wie man es heutzutage aus Spielen vielleicht gewohnt ist. Komm schon, ich tu dir doch weh. Du wolltest doch, dass ich dir weh tue. Yeah! Erst ab. Bin ich tot? Mist. Ich weiß nicht. Geh weg. Ah, warte. Der Kerl ist total irre gerade drauf. So. Wo bist du? Achso, du musst. Ich muss ihn noch mehr verletzen. In die Eier! Ich glaube, ich ist mal auch automatisch tot, wenn man nicht schnell genug trifft, ein paar Mal. Ich bin Game Over. Nein, ernsthaft? Doch, bin ich. Ich sag's euch. Okay, Leute. Das war's mit der Folge. Du hast ihn doch getötet. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Nein, es ist Metal Gear Solid 1. Oh. Bis zum nächsten Mal. Eieiei.